Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Hier auf der Hofbergmann im Projekt Eichswahlunternehmer ist jetzt Gesellschafter, Teilhaber, wie man es auch nennt. Wir haben den Haufen erfolgreich weggenuschelt. Die letzten Ballen kommen da jetzt raus. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel das werden. Das wird hier mit der Zange aber immer schlimmer, ey. Das ist, da kann man doch aber auch nicht zu doof für sein. Oder braucht man dafür eine Maus, die absolut nicht reagiert? Wahrscheinlich geht das nur mit so Mäusen, die noch einen Rollball unten drin haben und nicht irgendwie so eine hochpräzise Gaming-Maus mit 7500 DPI, die ich nutze. Ich bewege ja meine Hand kaum und kann was machen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist die Presse fertig. Und das ist natürlich klasse. Dann können wir sie nämlich zurückgeben. Gemietet, Göwal-Presse. Zurückgeben. Jo. Passt. Und hier ist jetzt fröhliches Aufladen. Achtundzwanzig Ballen. So, und der fährt jetzt zum... Warum ist das so hoch? Standard. Dann haben wir's. Jo. Und wir bringen mal eben kurz den Radlader wieder zurück, so wie sich das gehört. Aber spannende Sache. Mit der Presse das mal eben alles wegpressen. Hat super funktioniert. Normal müsste so eine stationäre Göwal immer dabei haben. Also die gehört einfach auf dem Hof. Das ist so. Nee. Wir wollen ins Fahrzeug einsteigen. War hier gar nicht, ne? Warte mal, ich hab's vergessen. Der stand hinten in der einen Garage. In der Werkstatt oder so. Hier, genau. Ich weiß jetzt noch nicht, ob links oder rechts. Ich hoffe, das ist alles richtig. So, 28. Plus die 6, die da sind. Jeden Fall erstmal einen Haufen Futter.
Ich finde aber dennoch immer noch den Mischrationsballen am interessantesten. So, und hier war jetzt meine Idee. Dass man die erstmal hier zwischenlagert. Set. Wo kannst du die nur drehen? Warum kann ich jetzt nicht... Jetzt kann ich. Dafür bräuchte man natürlich wieder jetzt so eine freie Kamera. So, ein paar kommen noch dazu. Ein paar kommen noch dazu. Und die gären dann ja auch, weiß ich nicht, über innerhalb von einem Tag. Das ist überhaupt keine Ahnung. Also im Grunde genommen sind es ein bisschen über 24 Stunden. Ich glaube 26 oder so. Aber sieht ganz gut aus, der Stall. Kann Licht anmachen hier. Tag. Rinderzuchtbetrieb, aber er zeigt noch keinen Füllstand an. Obwohl er schon 2.500 Liter Gülle hat. Gülle ist viel, also geht gut. Da müssen wir nochmal vielleicht nochmal ein großes Güllefass nachkaufen. Oder? Manchmal muss man einfach mal kurz überlegen. Es gibt ja schon ein Güllefass. Ist ja im Hof schon ein... Ist kein Güllefass. Die Dinger sind da. Das ist aber kein Güllefass. Mäh. Tierhaltung Aquatrans. Nee. Ballpresse, Ladewagen, Schwader? Ne. Wenn man jetzt so in die Gülletechnik geht. Gab es nicht auch selbstfahrende Gülleausbringer? 25 Kubik, Oxbow. Hier sind Dreirad. Ist das ein hässliches Auto. Aber sowas wäre es dann natürlich, ne? Sowas könnte man dann schön da hinstellen und von da aus könntest du dann immer fett Gülle ausbringen. Hier mit 18 Meter. Bommech. Oder das Ding. Das gleiche, oder? Ich weiß nicht. 20 Kubik, 25 Kubik. Kostet aber auch gleich 100.000 Euro mehr. Naja, irgendwie sowas ist natürlich dann die
Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Sonne geht auch bald unter. Das ist es, genau. Das steht einfach zu weit weg. Und 6. Also genau 34 Ballen. Haben wir hier noch rausgeködert. Ja, das ist cool. Und das prima. Und dann heißt es, wir sehen uns dann. Mentor, wir sehen uns dann gleich nochmal kurz die Karte in der Übersicht an. Beziehungsweise wir gucken, was das hier für ein Onkel ist. Der hat Sorghumhirse gesät. Okay, auf der. Cool, das heißt, es ist überall was im Wachstum. Das ist Gras, hier ist im Wachstum. Die 22 bloß noch nicht. Die 22 könnte man hier wieder mit Mais machen. Ich glaube, die ist 100% gedüngt. Ich gucke mir das gleich mal eben an. Ich weiß noch nicht, wo die hinkommt. Aber wir können das erstmal auf den Nebenhof stellen zum Waschen. Holen uns dann die große Insel und sehen da Mais. Weil jetzt haben wir die Kühe, jetzt brauchen wir richtig viel Silage. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das ist aber auch eine riesige Seemaschine. Und Saatgut konnte man nur am Landhandel holen, ne? Das muss ich nochmal fragen. Und der Landhandel hatte zu. Standard. Landhandel. Jo. So passt das. Wir übernehmen. Und dann ist der erste Schritt erfolgreich. Ich finde das ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen Silage haben. Die Kühe reproduzieren sich natürlich dann irgendwann. Und dann kommt natürlich wieder dieser traurige Moment, wir müssen Kühe zum Schlachter bringen. Mhm. Aber das ist so. Neue Fersen, also neue Kälber behalten. Sobald die dann in dem Zyklus von der Ferse sind, kommen die Altkühe zum Schlachter. Zack. Bei Fersen zum Schlachter bringen ist ein Blödsinn. Also man macht das zwar, Kälber schlachten, habe ich auch noch nicht verstanden.
Es geht den Menschen einfach, glaube ich, zu gut. Und deswegen gab es auch mal eine Zeit, da hast du für einen frisch geborenen Mastbullen 50 Euro bezahlt. Also was heißt Mastbullen, aber ein Bullenkalb. 50 Euro, ey, das musst du dir mal echt mal überlegen. Da musst du wirklich mal kurz drüber nachdenken. Das ist wirklich absurd. So, Z. Jo, sieht gut aus. Dann Z. So, ich möchte den Frontlader abmontieren noch. Fantastisch. Kürzeste Folge diese Woche. Weil mehr ist jetzt nicht. Das ist alles gewesen. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es hier weitergeht, dann lass ein Abo da. Das Ganze kostenlos, aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, Dinge mit Alex auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Alex. Tschüss, macht es gut, bis dann und tschüss.